Alles, was leer war, ist wieder voll. Das Regal, die Schublade, der Keller. Ich weiss nicht, wie das passieren konnte. Denn grundsätzlich achte ich extrem darauf, dass nichts, was unnötig ist, in den Haushalt kommt. Und wenn ein neues Buch kommt, muss es auch gehen. Das gleiche auch bei den Socken, theoretisch. Und gleich muss ich immer wieder mal schnell entsorgen. Flaschen, alte Kleider, Elektroschrott, manchmal auch grössere Sachen. So praktisch, dass sich unsere Stadt um mich kümmert. Sie haben mir sogar einen Entsorgungspark gebaut. Freundliche Menschen empfangen mich dort und nehmen mir alles ab, was mir Last und Sorge ist. Und mit einem Entsorgungskalender werde ich ins neue Jahr begrüßt. Das tut doch einfach nur gut. Wenn es doch nur mit allen Lasten und Sorgen so einfach wäre, wenn ich die einfach abgeben könnte. Auch das Zeug, das Angst macht, das Lebensfreude zudeckt, das einen bedrückt, das Energie frisst. Auch das Zeug in meinem Leben, das schon längstens abgelaufen und verkrustet ist, aber immer noch so viel Platz braucht. Auch die Schuld, die von den anderen und die von mir, die ich aber immer noch wie eine schwere Last umtrage. Wenn ich doch das alles könnte abgeben könnte. Ich muss noch schnell entsorgen. Ich gebe zu, dass es mir nicht immer hilft, was dazu in der Bibel steht. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er wird sich um euch kümmern. Das klingt fast ein bisschen zu einfach. Aber manchmal hilft es mir schon, wenn ich darauf vertrauen kann, dass die Sorgen nicht das letzte Wort werden haben. Es wird wieder freien Platz geben. Im Keller und im Leben.